Was geht ab, Freunde? Heute zu einem neuen Training-Video auf meinem Kanal und endlich wieder zu einem ÜV-Listen-Training-Video auf meinem Kanal, weil ich der Meinung bin, wir können langsam uns wieder an ÜV ranmachen, wir können wieder ÜV machen. Es läuft bei mir am Wochenende jetzt eigentlich ganz gut, die Karten, die ich mir ÜV reingepackt habe. Deswegen zeige ich euch auch gerne einfach mal meine Liste unter Transfers. Ich glaube, es ist für euch immer auch ganz cool, wenn ich einfach mal meine ÜV-Liste zeige, beziehungsweise einfach die Spieler zeige, die ich auf meiner Liste habe, einfach kurz was dazu sage und euch am Ende des Tages dann sowohl für Low-Budget als auch für Mid-Budget, als auch für High-Budget ein paar Beispiele gebe und einfach erkläre, welche Karten diese Woche IV laufen sollten, beziehungsweise worauf ihr achten solltet. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Lasst ein Like und einen Kommentar dafür, einen Algorithmus. Ihr wisst, Jungs, für euch ist das eine Sekunde, für mich ist das sehr viel Motivation, denn ich sehe, ey, die Leute liken das Video, die Leute kommentieren das Video. Und wenn ihr nicht wisst, was ihr kommentieren sollt, dann kommentiert einfach, welchen Spieler ihr aus dem Hero-Pack gezogen habt, weil dazu kommen wir auch noch gleich. Wir haben auf jeden Fall das Hero-Pack bekommen. Ihr seht es jetzt wahrscheinlich, doch, ihr seht es, ich habe es noch nicht gemacht. Basis-Hero-Upgrade, wir haben 35 Packs davon, glaube ich, im Stream geöffnet. Die Ausbeute war sehr, sehr mau. Ich glaube, irgendwie 3-4 Spieler über 100k. Wir hatten einmal Marquisio, wir hatten Snyder und dann noch Okocha. Genau, diese drei Spieler waren auf jeden Fall. Und Kompany hatten wir auch, stimmt. 4 Spieler, die gut waren. Der Rest, ja, war nicht erwähnenswert, leider Gottes, bei 35 Packs. Also ist auch nicht teuer. Du brauchst nur ein 85er Team für das Hero Pack. Und ein Inform, was schon mal sehr gut ist. Leider ist das nicht unendlich wiederholbar, aber in 4 Tagen kann man es nochmal machen. Das kann man schon mal im Hinterkopf behalten. Ansonsten haben wir hier noch einen Forlan bekommen, der auch geile Anforderungen hat. Der wird wahrscheinlich auch von ein paar Leuten gemacht. Da braucht man auch ein bisschen Rating, so 88er, 89er und so. Das ist auch sehr gut. Leider lädt EA Sports heute sehr langsam. Hier 87er Team, 88er Team und hier oben noch ein 85er und 86er Team. Ist auch sehr, sehr gut für ÜV diese Woche, weil ihr werdet am Ende sehen, wir orientieren uns halt viel am Rating. Das heißt, man kann mit diesen ÜV-Karten, die ich euch empfehlen werde, nicht viel Minus machen, also eigentlich gar kein Minus machen. Und sie werden auch gut ÜV laufen, weil halt eben die Nachfrage da ist. Deswegen machen wir halt jetzt nur noch Rating-ÜV. Das heißt, wir suchen uns einfach Spieler, die beliebt sind, die spielbar sind und die aber trotzdem irgendwo Nähe vom Ratingpreis sind. Das heißt, wir suchen uns jetzt nicht eine 88er-Karte, die 400k kostet, weil die wird 100% noch einkrachen, sondern wir suchen uns dann eine 88er-Karte, die da bei 25-30k liegt, die aber trotzdem gut spielbar ist und gut ÜV läuft. Da habe ich halt am Wochenende jetzt einfach schon ein paar Verkäufe gehabt, kann deswegen ein bisschen aus Erfahrung sprechen und vielleicht habt ihr die ein oder andere Karte einfach nicht auf dem Schirm und könnt euch die dann auf die Liste packen. Sonst gibt es, glaube ich, zu den SBCs nichts zu sagen. Es gibt halt zum Shop noch was zu sagen. Ach stimmt, ich habe es vorhin auch vergessen, lasst ein Follow da, ne? Falls ihr ein Like, einen Kommentar da gelassen habt, lasst auf jeden Fall auch ein Follow beim Kanal da. Road to 25.000 Follower. Ich hoffe, dass wir das dieses Jahr noch schaffen, aber das sollte mit eurem Support hoffentlich möglich sein. Und ihr seht es halt im Shop, Jungs, weshalb die Spieler sinken und sinken und sinken. Wir kriegen hier, Digga, 333.000 FIFA-Points, sage ich schon. 333.000 und 333 Coins-Pack, ein 250.000 Coins-Pack, ein 233.000 und 333 Coins-Pack und ein 133.000 und 333 Coins-Pack. Also geisteskrank, was EA da auf den Markt haut. Und das gefühlt fast täglich. Also sie bringen ja jetzt gefühlt fast täglich irgendwelche Shop-Packs, die bringen Lightning-Rounds schon vor Black Friday und so. Deswegen ist es leider so für die meisten Goldkarten und damit aber auch leider für die meisten Special-Karten, weil immer wieder neue Alternativen kommen. Die Alternativen werden günstiger. Die Triple-Threat-Karten als Beispiel jetzt ja durch die ganzen Packs noch häufiger gezogen werden. Dadurch werden dann Alternativen wieder günstiger von anderen Special-Karten und Goldkarten werden die ganze Zeit auch weitergezogen. Also es ist leider Gottes dieses Jahr markttechnisch nicht so geil wie die letzten Jahre. Das letzte Jahr war auch schon nicht so geil. Dieses Jahr ist es noch schlimmer gefühlt. Deswegen kann man sich eigentlich nur an Rating ÜV halten und alles andere muss man meiner Meinung nach loslassen. Ihr seht hier direkt sogar 2 Verkäufe. Gut, dass ich das Video jetzt gerade aufnehme. Renard hat sich verkauft. Könnt ihr euch also schon mal merken für eure ÜV-Liste. Ich glaube, die kriegt man immer noch für 50k oder 51k und direkt einen Rating ÜV-Verkauf. Ich glaube, 88er liegen noch bei 25, 26. Ederson ist hier 3-4k teurer weggegangen. Also auch ein guter ÜV-Deal. Und die anderen Karten biete ich einfach wieder neu an. Beziehungsweise ich muss Preise, glaube ich, nochmal überarbeiten, weil wir wollten ja auch einmal meine Liste angucken und kurz was dazu sagen. Also ihr seht, ich habe Road to the Knockout-Karten auf meiner Liste, die ich leider Gottes nicht rechtzeitig verkauft habe und die halt auch ein bisschen reingeschissen haben, wie zum Beispiel in Dzeko. Ich biete hier einfach ÜV an. Hier und da geht mal eine ÜV weg. Also Götze zum Beispiel ist ganz normal als Rating-ÜV. Den habe ich für 34k, glaube ich, gekauft oder 33k, wo er noch ein 88er war. Jetzt ist er 89er und 89er.
89er liegen so bei 36, 37k. Das heißt, ich biete den einfach nochmal ein bisschen teurer an und hoffe, dass er da weggeht. Dzeko habe ich halt die Hoffnung, den behalte ich, den biete ich nicht günstiger als 50k an, weil ich der Meinung bin, Fenner wird es noch aus der Gruppe schaffen und er wird 90 rated sein und irgendwann über 50k kosten. Das heißt, bis dahin habe ich da eigentlich gar keinen Stress. Cola war eine Karte, die ist einfach runtergekracht. Die habe ich schon viel zu lange auf der Liste und habe den Preis nicht rechtzeitig angepasst. Genauso wie Bruno Fernandes. Die versuche ich immer mit so Zahlendreher 100k-Deals und sowas zu retten. Das könnt ihr auch versuchen, aber es funktioniert dieses Jahr leider auch nicht so gut wie die letzten Jahre. Grimaldo habe ich auch ein bisschen reingeschissen. Aua, dasselbe wie Dzeko. Da hoffe ich auch, dass die Roma sich noch strafft und die auf jeden Fall aus der Gruppe rauskommen. Er damit eine 88 wird und damit dann auch nochmal teurer wird. Klaus habe ich auch reingeschissen. Obwohl er ein Upgrade bekommen hat, ist er gesunken. Da hatte ich 6, 7 Karten. Jetzt habe ich nur noch 3 Karten, glaube ich, von dem, weil die sich trotzdem einfach für 29 verkaufen. Keiner weiß, warum Leute die für 29 kaufen. Ihr könnt die aber auch für 27, 28, 29 anbieten. Also einfach für das würde ich sie anbieten, für das, was ihr sie gekauft habt, damit ihr da plus minus 0 rausgeht. Weil ich glaube, auch wenn Marseille aus der Gruppe kommt, der dann eine 87 wird, der wird nicht nochmal 30k kosten. Schwer vorstellen. Greenwood ist eine Karte, die läuft sehr gut wie V, weil sie erstens am Ratingpreis ist plus eine neue Special-Karte noch ist. Das heißt, sie wurde noch nicht so extrem häufig gezogen wie die anderen 86 rated Karten und allgemein gibt es nicht so viele 86 rated Special Karten, die schon bei Futterpreis sind. Die 85er hier, diese Athenea ist halt einfach spielbar und ist gefühlt Abschlusspreis, also die kriegt man für 10, 11k, auch sehr gut für die V-Liste, weil sie halt auch noch nicht so oft gezogen wurde und halt wie gesagt spielbar ist. Hier habe ich noch ein paar Heroes gehabt, die sind auch einfach reingekracht, also die hatte ich viel zu früh geholt und hatte die Preise leider nicht angepasst, deswegen versuche ich die hier auch so mit so 10k Deals, Zahlendreher und so nochmal ein bisschen zu retten, müsst ihr also eigentlich nicht beachten. Genauso Euge Camora ist auch eine, oder Carmona, wie auch immer die heißt, ist auch eine alte Karte. Dann haben wir noch Vifa, dasselbe wie mit den Arno Road to the Knockout-Karten, nicht rechtzeitig verkauft, zu gierig gewesen, ist dann leider Gottes, die haben verloren, glaube ich, und deswegen hat er sein Doppel-Upgrade nicht bekommen. Was heißt Doppel-Upgrade? Er hätte ja ein Upgrade von 84 auf 86 bekommen, und wenn Feyenoord es sogar noch aus der Gruppe schaffen würde, wäre er sogar eine 87. Also ich sehe da noch Potenzial, die können es noch schaffen, aber leider haben die halt reingekackt, deswegen hat er nicht das Upgrade auf 86 bekommen. Danilo, ja, ist eine UV-Karte, die kann man eigentlich nutzen. Ich habe den, glaube ich, zu teuer geholt gehabt. Warte, für wie viel habe ich geholt? Ja, für 12. Ich glaube, der liegt jetzt beim Abschlusspreis, aber den kann man auf jeden Fall UV sich für 10k oder 11k, wie viel der jetzt auch gerade kostet, holen und dann für 13 oder so anbieten. Ich glaube, das mache ich auch mal. Scheiß drauf. Mache ich gar keinen Zahlendreher. Ich glaube, der liegt so bei 11, 12k. Biete ich den jetzt einfach so 2, 3k teurer an. Ihr wisst ja, bei UV immer so 10, 20%. Kann dann natürlich, je weiter man runtergeht im Rating, die Preise auch teurer machen, weil bei einer Karte, die 1k kostet, 10, 20% sind ja nur 100, 200 Coins und es bockt ja nicht, eine Karte für 1k zu kaufen und für 1200 zu verkaufen. So, bei höherem Rating nicht mehr so gut, weil da sind 10% bei einem Messi, der 50k kostet, halt schon 10k teurer und dann wären 20% sogar schon 20k teurer und das ist natürlich dann schon sehr übertrieben, wenn du einen Messi für 50 holst und für 70 verkaufen willst, das funktioniert nicht so einfach, aber wie gesagt, bei einer Karte, die 1000 Coins kostet, die kannst du dann auch meinetwegen fürs Doppelte anbieten. So, das ist dann immer ein bisschen Relation, das ist ein bisschen Übung, du kommst da halt rein und dann weißt du auf jeden Fall mit der Zeit auch, wie du die Karten anzubieten hast. Diani ist auch gutes Rating UV, Alisson ist gutes Rating UV, Rodri ist gutes Rating UV, obwohl Rodri nicht ganz so nice ist, den hatte ich glaube ich einfach gezogen, deswegen ist er hier auf der Liste. Debina, Griezmann, auch beide auf Rating runtergesunken, genauso wie Ederson, der sich ja eben sogar verkauft hat und ihr habt es gesehen, Ederson habe ich für 28.500 auf der Liste und es hat sich aber ein Ederson für 28.750 verkauft, das heißt sogar der teurere. Das heißt, das ist das beste Beispiel, wie UV funktioniert. Es existiert, Jungs, es ist kein Mythos, traut euch dran, probiert die Spieler aus, die ich euch jetzt entweder auf meiner Liste hier zeige oder die Spieler, die ich euch vor allen Dingen am Ende zeige, weil da sind dann nochmal viele Karten, die auch günstiger sind, weil das sind jetzt ja schon relativ teure Karten. Ich habe ja auch 3, 4 Millionen zur Verfügung, deswegen müsst ihr euch nicht wundern, dass jetzt hier viele teurere Karten auch auf der Liste sind. Deswegen ja, lohnt sich für euch wahrscheinlich eher die günstigeren Karten mitzunehmen. Seht ihr zum Beispiel schon mal so ein paar Karten, wie das aussehen könnte. So 84er, 83er laufen auch sehr, sehr gut IV. Da gibt es halt einfach ein paar spielbare Karten, die man gut anbieten kann. Hakimi, Rafinha, Cascarino zum Beispiel habe ich schon sehr häufig verkauft. Gnabry dachte ich, dass der durch die Evolution noch ein bisschen besser läuft. Aber ist nicht so schlimm. Habe ich jetzt hier ein paar Mal drauf. Ich hoffe, dass er im Laufe der Woche weggeht. Diese Gewinn und auch andere 83er, die spielbar sind, sind auch sehr, sehr gut für IV. Und ansonsten ist hier, glaube ich, nichts Spannendes mehr auf der Liste. Genau, außer noch Verbrauchsobjekte. Ihr wisst ja, ich liebe es, mit Hunter, Anker und Verbrauchsobjekten allgemein zu traden, die einfach nochmal raufzupacken auf die Liste, damit die Liste immer bei 100 Plätzen ist. Finde ich, ist auch ein wichtiges Ding für UV, dass du immer bei 100 Plätzen bist.
Und dann läuft der Hase eigentlich am besten, weil da hast du jede Runde mindestens so 2-3 Verkäufe. Ich hatte jetzt zum Beispiel 2 Verkäufe, ich hatte aber auch vorhin schon eine Runde mit 8-9 Verkäufen. Und dann geht einfach immer was weg. Und wenn die Preise sich nicht zu krass erhöht haben, dann kann man eigentlich nachkaufen. Am sichersten ist es immer, ich nehme das Video jetzt um 21 Uhr ungefähr auf, zwischen 19 Uhr und dem nächsten Morgen, also zwischen 19 Uhr und 6 Uhr morgens oder so einzukaufen. Einfach im Laufe des Abends oder über die Nacht, weil tagsüber hast du halt meistens nicht so viel Angebot. Das heißt, es kommen nicht so viele Karten auf den Markt. Das heißt, du kannst nicht so gut snipen, du kannst nicht so gut bieten. Das kannst du halt abends und nachts besser. Plus du hast halt den 19 Uhr Content erstmal abgedeckt, falls um 19 Uhr irgendwie ein Road to the Knockout Pack oder so rauskommt und du dir Road to the Knockout Karten für die IV-Liste holen willst. Wäre es natürlich nicht so nice, wenn du dann um 17 Uhr die Road to the Knockout Karten einkaufst und dann um 19 Uhr kommt Road to the Knockout Pack raus und dann sinken die Road to the Knockout Karten nochmal. Versteht ihr, wie ich meine? Deswegen erstmal 19 Uhr Content am besten mal abwarten und dann kann man die Spieler wieder nachkaufen. Aber jetzt zum Beispiel um 21 Uhr könnte ich mir eine Renard und Ederson gleich einfach wieder nachkaufen, wenn ich Renard noch für den Preis bekomme, wo ich sie haben möchte, und Ederson halt genau dasselbe. Dann können wir aber mal rüber switchen auf Footbin und ich kann euch da jetzt mal zeigen, wie ihr perfekt Spieler für eure Liste findet, beziehungsweise euch ein paar Beispiele geben. Und zwar geht ihr einfach auf Cheapest Players bei Rating. Ich dachte, Rating UV ist diese Woche der Shit, den man machen sollte, meiner Meinung nach. Und dann könnt ihr jetzt hier einfach gucken. Also ihr könnt bei 83ern anfangen. Ihr kriegt die halt für 1k oder 1,2, das ist auch völlig in Ordnung. Je nachdem, wo der Preis halt ungefähr liegt, dann könnt ihr hier nach Order by Popularity zum Beispiel machen. Und dann kriegt ihr die beliebtesten 83er. Wisst, die liegen ungefähr bei 1k, beziehungsweise zwischen 1k und 1,2. 5, das heißt, ich würde mir jetzt keinen 83er nehmen, der irgendwie 5k oder 6k noch kostet, wie ein Davis, weil der kann meiner Meinung nach noch stark sinken, siehst du auch hier, minus 18%. Ein Frimpong zum Beispiel liegt gut im Preis, 1,4k würde ich mir einkaufen und dann würde ich den ungefähr für 500 Münzen bis 1000 Münzen teurer anbieten. Also einfach so für 2K bis 2,5 und dann hole ich mir den 3 bis 5 Mal und biete den an. Geht zum nächsten Spieler, dann siehst du hier diese Gwyn, die ich zum Beispiel auch auf meiner Liste hatte, kriege ich mal auch für 1,5, dann biete ich die auch für 2 bis 2,5 an. Gakpo liegt bei 2, ist würde ich sagen noch im Rahmen, weil der ist jetzt auch nicht krass gesunken oder so, der ist schon die ganze Zeit hier unten so günstig. Kannst du dann auch wieder für 500 bis 1000 Münzen mehr anbieten, würde ich so für ungefähr 3000 Coins anbieten. Dann scrollst du weiter runter, untersuchst die nächste Karte. Ben Yedda würde ich sagen, ist jetzt schon ein bisschen teuer. Der ist auch gestiegen, glaube ich, wegen der Evolutions. Das heißt, Ben Yedda würde ich vielleicht erstmal weglassen. Dann würde ich zum nächsten gehen. Emre Can ist jetzt auch relativ teuer, aber ist halt nicht krass gesunken oder so. Das heißt, Emre Can kann man sich eigentlich auch gut auf die V-Liste packen. Konrad Leimer auch. Und so weiter und so fort. Natürlich könnt ihr noch darauf achten, dass die Karten guten Chemiestil haben. Bei Verteidigern ist es halt meistens Shadow oder Anchor und bei Offensivspielern Hunter. Und dann verkaufen die sich nochmal ein bisschen besser. Aber auch ohne Chemiestil kannst du halt versuchen zu snipen. Weil wenn du einen Cody Gakpo ohne Chemiestil für 1,7 bekommst, dann bist du ja schon so oder so ein Plus, wenn du ihn für 2k wieder verkaufen würdest. Das heißt, du bist so oder so eigentlich auf der sicheren Seite. Und dann kann man sich so eine Karte natürlich auch ohne Chemiestil einpacken. Und das könnt ihr jetzt einfach bei jedem Rating machen. Also es bringt, glaube ich, gar nichts, wenn ich euch jetzt hier zigtausend Spieler nenne. Ihr könnt halt einfach bei jedem Rating jetzt bei den 84 jetzt genauso machen, Order by Popularity, dann guckt euch hier wieder die Karten an. Dann seht ihr, ein Marcus Llorente passt gut rein, ein Diaby passt gut rein, Tchouameni passt gut rein, Walker passt nicht rein, der ist zu teuer, den würde ich erstmal außen vorlassen, Kolumuani passt gut rein, Memphis Depay passt gut rein, dann geht ihr weiter runter, Rafinha passt gut rein, Tomori ist noch ein bisschen zu teuer, passt noch nicht ganz so gut rein, Kesa passt gut rein, Roadman passt gut rein, Kim Meng-jae passt mit rein, Hakimi passt mit rein, Martinelli, Sané und so weiter und so fort. Also ihr seht, da gibt es viele Karten und wenn ihr dann wieder mehr Coins habt und noch mehr Spieler für eure und teurere Spieler für die Liste braucht, geht ihr zum nächsten Rating. Geht ihr zu 85ern, guckt euch wieder Order by Popularity an. Seht ihr, Marcus Rashford ist zu teuer für das Rating. Rafael Varane, würde ich sagen, ist auch noch zu teuer fürs Rating. Theo Hernandez auch. Aber ein Rodrigo fällt rein, ein Rüdiger fällt rein. Koundé ist noch zu teuer. Die Special-Karten hier sind auch zu teuer. Zack, zack, zack. Ein Leon Goretzka fällt rein, ein Coman fällt rein, ein Alaba fällt rein und so weiter und so fort. Könnt ihr auch wieder abhaken. Di Lorenzo fällt rein, Diego Jota fällt rein. Und dann geht es schon los, dass die Karten nicht mehr so krass spielbar sind, so ein Stones und so, dann kann man sich so einen Oshuala vielleicht noch mitnehmen, aber dann würde ich auch wieder zum nächsten Rating gehen, dann kann man hier wieder rausgehen und geht auf die 86er. Wenn ich das Video nicht zu lang ziehe, würde ich auch sagen, dass ich das jetzt aber nicht mehr mache und nicht für jedes Rating euch jetzt da ein paar Beispiele sage, weil ihr das einfach selber machen könnt. Ihr wisst jetzt, wie es geht. Ihr wisst, welche Spieler ich zum Beispiel auf meiner Liste habe. Könnt euch entweder an meiner Liste orientieren, könnt euch selber orientieren an den ganzen Rating-Spielern. Ihr wisst jetzt, wie ihr die selber rausfindet und ich hoffe, dass ich euch damit geholfen habe. Ich hoffe, dass ich euch damit auch ein bisschen Sicherheit gegeben habe, dass ihr wisst, was ihr diese Woche machen könnt, um mal ein paar Coins zu generieren. Wie gesagt, es gibt auch mal Tage, wo IV ein bisschen schlechter läuft. Macht euch da keinen Kopf. Wenn ihr nämlich mit Rating geht,
geht, dann könnt ihr eigentlich keinen Verlust machen. Wir kriegen ja auch noch dicke SBCs wie ein Icon Pack. Wir kriegen noch einen Kylian Mbappé POTM. Wir werden wahrscheinlich auch noch geile Triple Threat SBCs bekommen. Deswegen wird Rating weiterhin so oder so interessant sein. Und spätestens, wenn Rating dann halt anzieht wegen den SBCs, werdet ihr die Karten los. Also keine Angst. Rating UV meiner Meinung nach ein sehr sicheres Ding diese Woche. Viel Spaß damit. Lasst ein Like, Kommentar und ein Follow da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.